Hallihallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben mal die Umfrage gestartet, ob ein Bulli als Ersthund in Frage kommt, das ratsam ist oder nicht. Ich werde euch gleich mal was dazu erzählen. Platz. So, Kuba ist abgelegt. Ich glaube, wir können ja anfangen. Ja, als allererstes, ich habe das in ein paar Facebook-Gruppen gepostet. Also der ein oder andere ist mit Sicherheit auch in ein paar anderen oder in mehreren Facebook-Gruppen. Von daher ist es jetzt nicht ganz so genau, aber es ist trotzdem schon aussagekräftig, möchte ich sagen. Was meine ich überhaupt damit als Ersthund? Also in den Gruppen gab es teilweise die Diskussion, ja wie jetzt als Ersthund, damit dann ein Rudel folgt oder wie meinst du das? Also als Ersthund meine ich das so, dass du quasi 0,0 Erfahrung hast, was Hunde angeht und du willst deinen Hund holen. Ist da mit Bulli was oder ist es nichts? Schreibt es auch in dem Moment gleich mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ist es was als Erstbesitzer oder ist es nichts? Also insgesamt haben abgestimmt circa 1000 Leute, bisschen drüber, ich sage jetzt einfach mal aufgerundet 1100. Von diesen 1100 waren 800 der Meinung, auf jeden Fall ist ein Bulli ein Ersthund. 80 waren der Meinung, nein, geht gar nicht. Und circa 200 waren der Meinung, nur bedingt. Ja, so habt ihr abgestimmt. Finde ich recht eindeutig. Ich kann da nicht ganz mitgehen. Also es ist auf jeden Fall nicht kategorisch ausgeschlossen, dass ein Bulli ein Ersthund ist. Ich würde es aber auch nicht kategorisch bejahen, dass jeder Bulli zu jeder Familie als Ersthund passt oder als Anfängerhund passt. Deswegen aus dem Grund bin ich bei, es ist bedingt ein Anfängerhund, ein Ersthund. Und warum das so ist, Was für mich quasi dagegen spricht, dass es ein ganz klarer ist oder definitiv kein Ersthund, sage ich euch. Ja, der erste Grund, was für mich gegen ein klares Ja und gegen ein klares Nein spricht, ist einfach die Tatsache, dass es zwar ein kleiner Hund ist, was ja prinzipiell vielleicht erstmal für einen Anfängerhund spricht und so unglaublich süß ist. Kuba, schau mal. Guck mal, da ist die Kamera. Unglaublich süß, ne? Ja. Und das führt halt irgendwie mehr oder minder, gerade vielleicht bei Anfängern, Hundeanfängern, die noch nicht so die Ahnung haben, dazu, dass er halt einfach, ich sage jetzt mal, Landfreiheit hat. Na, da gibt es keine Regeln, da gibt es keine Kommandos, da gibt es auch nur die Schleppleine, weil er irgendwie nicht zurückkommt, so, um das wirklich mal krass zu pauschalisieren, kommt das schon recht häufig vor, möchte ich sagen. Und das Problem ist halt, der Bulli ist halt unter anderem, wird ihm ja nachgesagt, der ist recht stur. Und wenn der dann niemanden hat, der, ich sag mal, diese Führungsrolle bedient, dann macht der das halt. Ne? Das finde ich einen sehr schwierigen Punkt, dass ich weiß nicht, ob man als Anfänger in der Hundegeschichte quasi das schon so raus hat, den Hund so zu erziehen und so in die Schranken zurückzuweisen und so Regeln aufzustellen, dass das mit einem Bulli funktioniert. Ausnahmen bestätigen mit Sicherheit die Regeln. Also es gibt natürlich sowohl Menschen, die das können, als auch Bullis, die das vielleicht gar nicht brauchen, weil die einfach total lieb sind, sag ich mal. Die brauchen das nicht und die wollen das selbst auch nicht. Hier irgendwie Rudelführer werden oder so, die können dann schon recht umgänglich sein. Aber unterm Strich würde ich sagen, führt es wahrscheinlich eher zu Problemen, wie dass es gut geht. Von daher, auf jeden Fall, egal ob jetzt Bulli oder nicht, kann ich eigentlich jedem nur raten, besucht eine vernünftige Hundeschule, geht in einen Verein vielleicht bietet auch ein Verein so Schnupperkurse an, Welpenkurse und sowas. Nimmt die bei Euro in die Hand, investiert es, vielleicht macht es euch ja Spaß, war bei mir nichts anderes. Ich bin auch nur durch die Hundeschule hier in dem Verein und habe so viel Spaß und mache so viel und lerne so viel letztendlich auch. Es war nur ein Schnupperkurs und da warst du halt einfach dabei. Ne? Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Besucht sowas. Ihr müsst auch nicht bei jeder Hundeschule bleiben. Also ich glaube, man merkt auch relativ schnell, gehen diese Lernmethoden
kann ich damit, komme ich damit klar oder entspricht das gar nicht meinen Vorstellungen. Aber auf jeden Fall Fazit, lasst euch nicht auf der Nase rumtanzen und geht in die Hundeschule. Punkt 2 ist auch die Optik von dem Bulli. Also jetzt nicht für euch, sondern für andere Hunde. Da habe ich manchmal so das Gefühl, also ich habe jetzt auch schon ein paar Bullis im Training gehabt und bei uns in der Hundeschule und so. Ich habe manchmal des Öfteren das Gefühl, dass diese Hundekommunikation nicht so richtig funktioniert, weil der Schwanz fehlt, ne? weil sie so gedrungen sind und so weiter. Das hat viele Faktoren, da möchte ich jetzt nicht unbedingt alle drauf eingehen und so. Das ist aber, also das ist mein Gefühl bei der ganzen Geschichte. Dass, und dann mit dem Atmen. Na, kann sein, dass er wenn schnarchen oder wenn grunzen. Das kann schon wieder bei dem Gegenüber irgendwas auslösen. Also das ist gar nicht so einfach. Und wenn du dann als Hundeanfänger nicht unbedingt weißt, wie du damit umzugehen hast, kann das halt ganz schnell nach hinten losgehen. Ne? Und das ist für mich auch so ein Punkt, tatsächlich, was gegen einen Anfängerhund, also gegen einen Bulli für Hundeanfänger spricht. Und warum ist das Ganze ein Problem? Ganz einfach, wenn der andere Hund euren Hund nicht lesen kann, und ihr, weil ihr überhaupt keine Erfahrung damit habt, den anderen Hund nicht lesen könnt, da kriegt ihr gar nicht mit, wenn es dann gleich knallt. Ja, also das ist auch so ein Ding. Da heißt dann, oh, mein armer Bulli, und der wird nur gebissen und hast du nicht gesehen. Das ist aber weder der eine noch der andere, was dafür kann, weil die sich einfach nicht verstehen, ist dann was ganz anderes. Ne? Und das ist halt die Geschichte, da fehlt dann halt einfach vielleicht die Erfahrung, ne? Die du halt hättest, wenn du schon 1, 2, 3 Hunde gehabt hättest oder schon noch zusätzlich hast. Wie seht ihr das? Habt ihr vielleicht auch schon so Erfahrungen gemacht, dass immer euer Bulli auf den Deckel kriegt, ja, weil die sich nicht verstehen? Seht ihr das beim Gegenüber? Ja. Könnt ihr das deuten, dass der Gegenüber jetzt kurz vorm Ausholen ist? Würde mich mal interessieren, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Vielleicht kommt ja ein wenig Diskussionsgrundlage her, dann können wir ein bisschen schreiben. So, bevor wir zum nächsten Punkt kommen, ganz kurz nur. Ihr seht, ich habe hier so einen richtig geilen Bulli-Pullover und Cabby auf. Gibt es im Shop bei uns für gar nicht viel Geld. Unten ist der Link in der Beschreibung. Könnt ihr mal gucken, vielleicht ist noch was anderes dabei. Könnt ihr übrigens auch ganz toll personalisieren. Irgendwie euren Namen drunter, drüber oder den vom Hund oder so. Da könnt ihr ganz viele Sachen machen. Klickt euch mal durch. Würde mich freuen. So, nächster Punkt. Das ist so eine Mischung aus Punkt 1 und Punkt 2. Und zwar so das Dominanzverhalten. Da kann ich jetzt wiederum nur für meinen sprechen, aber ich glaube, der ist so teilweise repräsentativ. Wenn der zu Hause keine Regeln aufgestellt kriegt, was jetzt wohl nicht der Fall ist, aber der trotzdem sich so entwickelt hat, soll heißen, es kann auch ohne Regeln oder kann auch mit Regeln passieren. Aber ich finde, gerade die Männchen teilweise sind sehr dominant, gerade wenn sie vielleicht die Eier noch dran haben. Im Zusammenspiel mit Punkt 2, dass die anderen den nicht lesen können, ist das auch wieder ein Gefahrenpotenzial letztendlich. Ne? Weil die denken ja eh alle, das ist ein Rottweiler, mindestens Rottweiler mit 45 Kilo. Was will da der blöde Schäferhund zum Beispiel? Finde ich nicht ganz einfach und ist auch tatsächlich ein Problem. Ich glaube, mit dem kämpft aber auch ein Nicht-Anfänger letztendlich. Da müssen wir durch. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Anfänger da schon eventuell relativ schnell überfordert sein könnte damit. Punkt 4, was auch noch, finde ich, ein wichtiger Punkt ist, die Gesundheit. Ja, bekanntermaßen sind sie ja jetzt, was das angeht, nicht unbedingt so gesegnet, sage ich mal. Klar, es gibt schon einige, die sind wirklich fit und die können auch atmen und die haben keine Allergien und keinen Rücken und so. Soll es geben. Ich habe noch keinen gesehen tatsächlich. Von daher, also ich finde es halt einfach schwierig, weil wenn du mehr Erfahrung hast, dann kannst du auch abschätzen, ja gut, dann hat er halt mal 3 Tage Durchfall. Um Gottes Willen, haben wir auch. Kriegt er ein Hühnchen mit Reis, fertig. Nach 3 Tagen ist das Thema wieder durch. Bei einem Hundeanfänger, der damit noch nie Berührungspunkte gehabt hat, könnte ich mir vorstellen, dass die tatsächlich wegen jedem Scheiß zum Tierarzt rennen. Ist jetzt nicht wild, ne? Lieber einmal zu oft als einmal zu wenig, ist klar. Geht aber tatsächlich auch ins Geld. Ich weiß jetzt natürlich nicht, da kann man jetzt wieder sagen, ja, haben andere Rassen auch. Ja, das stimmt, haben andere Rassen auch. Aber als Beispiel, ich hatte früher 2 Huskies, wo ich 15 war. Die haben den Tierarzt nur zum Impfen gesehen.
Da hast du dir überhaupt keine Gedanken gemacht, wenn die mal Dünnpfiff gehabt haben. Bei dem denkst du, die Welt geht unter. Also total schlimm, was ich selbst da mich umstellen musste. Hier mal die Kralle spalten da und mal Durchfall hier und keine Ahnung, ein Pfucken auf der Lippe und so. Ich weiß auch nicht. Ich finde, da kommt auch wieder dieses Vermenschlichen, Verkindlichen durch. So, oh, scheiße, Baby und krank und wir müssen zum Arzt und hast du nicht gesehen. Ich glaube, das hat einer, keine Ahnung, mit einem Schäferhund oder so, hat das Denken, glaube ich, gar nicht. Korrigiert mich bitte in den Kommentaren. Ich glaube nicht, dass ein Schäferhundbesitzer da so ein Geschiss drum macht wie wir. Sitzen, na, sitzen, sitzen. So bist du fein. Ja, so. Geh was sitzen bleiben. So, jetzt haben wir genug genörgelt und warum so ein Bulli eigentlich nichts ist für einen Ersthund oder Hundeanfänger. Jetzt müssen wir natürlich einmal sagen, warum ist er denn überhaupt was? Ne? Warum sollte sich denn dann überhaupt irgendjemand so einen Hund holen? Ich finde schon, dass auch ein Anfänger damit, ich sage jetzt mal, mit der Rasse glücklich werden kann und vor wenigen Problemen stehen kann. Ich finde halt, es ist halt immer die Geschichte, wie bereite ich mich darauf vor? Ne? Mache ich mich schlau? Was haben die für Krankheiten? Sollst du nicht sitzen? Ne? Das dachte ich mir doch. Was haben die für Krankheiten? Allergien, was ist der Charakter, wie viel Auslauf brauchen die, viel, wenig, hast du nicht gesehen. Also ich finde, es gehört auf jeden Fall dazu, egal bei welcher Rasse letztendlich, ich muss ja wissen, was ich mir da ins Haus hole. Aber wenn ich mir bewusst bin, dass ich hier einen Bulli habe, ne, der ein ziemlicher Clown sein kann, mit seinen Gesichtszügen und mit dem, was er macht, ne, und dass er auch mal einen Abend mit dir auf der Couch liegen kann, ja, mit ihr auf der Couch liegen kann und einfach mal chillen kann, dass er nicht jeden Tag 2 Stunden spazieren gehen muss. Das sind alles so Geschichten, ich finde auch, das ist charakterabhängig, will ich sowas oder will ich sowas nicht. Für mich persönlich war das eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Wenn es regnet, so wie gestern, Kubi, ne? Dann machen wir halt nur eine kleine Runde oder bleiben nur auf der Couch. Ja, ist gut. Alles so Geschichten, was für einen Bulli sprechen. Der ist auch total treu, doof und der macht schon ziemlich viel für einen. Er kann aber auch ziemlich anstrengend werden. Und das, finde ich, soll sich jeder bewusst sein, der sich einen Hund holt, egal ob jetzt Bulli oder nicht. Informiert euch drüber, passt der Hund zu mir und da bitte, bitte, bitte seid ehrlich mit euch. Nicht nur, weil der Hund so geil ausschaut oder weil er kurzes Fell oder langes Fell hat oder weiß der Geier was hat. Seid ehrlich mit euch. Im Interesse von euch und vor allem im Interesse des Hundes. Es bringt nichts, wenn ihr euch den Hund holt, nur weil er toll ausschaut und nach einem halben Jahr oder spätestens, sage ich mal, nach einem Jahr, nach eineinhalb Jahr, wenn der ausgewachsen ist, wenn er in der Pubertät ist oder war oder die kurz rum ist und der jetzt denkt, okay, jetzt, keine Ahnung, ein Schäferhund, ein Mali oder so, ich brauche jetzt Power oder ein Border Collie, der viel wichtiger wie Beschäftigung eigentlich Ruhe lernen muss. Wenn ich das aber nicht mache, dann will der immer beschäftigt werden und im Zweifelsfall dreht er auch durch und dann hast du einen Problemfall daheim. Und dabei hätte ein Bulli viel besser zu dir gepasst als ein Border Collie. Also tut mir einen Gefallen, tut euch den Gefallen, dem Hund. Macht euch Gedanken über den Hund. Informiert euch darüber und seid ehrlich zu euch im Interesse vom Hund. Und sucht das aus, was zu euch passt. Mit der richtigen Hundeschule ist nichts verloren, da kriegt man alles hin. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.